Ein revaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zum Thief Simulator. Ich habe jetzt gerade eben in meinem Lager nachgeguckt und habe gesehen, dass ich 4 grüne Geschenke habe, weil ich brauche eben Geld. Und jetzt kommt's, ich habe es verkauft oder ich habe die Geschenke verkauft und habe dafür 1000 Dollar bekommen. Mir fehlen jetzt noch ja, bisschen weniger wie 70 Dollar, damit ich mir den die Kopfhörer kaufen kann, damit ich eben Tresore knacken kann. Das heißt, ich muss jetzt für 70 Dollar Sachen klauen. Das wiederum heißt, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt am besten reingehe. Ach, ja, da auf jeden Fall nicht. Vielleicht hier. Auch noch schnell, bevor wir erwischt werden. Nein, komm rein. Gut. Das dürfte eigentlich schon reichen, aber man weiß ja nicht. Wir nehmen alles mit, bis voll ist. Kann ich Sachen auch leise klauen? Und hier waren, glaube ich, nur Schuhe drin. So, der ist jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen beschäftigt. Da haben wir noch ein Radio. Und hier waren, ja genau. Hier war auch nicht wirklich was drin, was wir gebrauchen können. Aber eigentlich reicht es ja auch schon. Nur noch rauskommen, ohne entdeckt zu werden. Jetzt kommt da einer die Straße runter. Super. So. Dann gehen wir mal. Also die Sachen müssten auf jeden Fall reichen. Dann können wir uns zumindest das Safe-Knacker-Werkzeug holen. Der Glasschneider halt nicht, weil der kostet, glaube ich, auch 2.500. Aber von dem haben sie jetzt auch noch nichts gesagt. Also wir brauchen eigentlich nur das Safe-Knacker-Werkzeug. Welcome back. Ja gut. Arg viel bringt's nicht, aber immerhin, wir haben das, was wir brauchen. So, dann kaufen wir es uns mal. Und wo ist es? Da. Ja, Glasschneider kostet auch 2.500. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie.
es in die andere Richtung? Hä? Ja, aber wieso hat denn das jetzt nicht geklappt? Hey, ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Also wir gehen jetzt in die Richtung auf die 38. Und dann gehen wir in die andere Richtung auf die 54. Oder was? Und dann drehen wir wieder in die andere Richtung. Okay. An important document has gone missing from Mr. Lombardi's desk. I've got a feeling it's in Greenview 102. Be a good dead slave and check it out for me. Okay. Ob das was wird? Gucken wir mal. Bei der 102. Boah, ist es hell. Jetzt haben wir hier keinen Parkplatz, oder wie? Aber hinterm Haus ist auch kein Weg, oder? Sehe ich das gerade falsch? Ja, hier steht's doch gut. Sieht keiner. Also reinkommen tun wir auf jeden Fall mal einfach. So. Ne, den Weg ist nicht. Die jetzt hinten eine Tür, weil sonst muss ich ja vorne durch die Haupttür rein. Ich glaube, ich muss vorne durch die Haupttür rein. Scheiße. An der Seite. Oh oh. Jetzt habe ich die gar nicht mehr erfasst. Schon. Gerade eben hat es doch kurz angezeigt. Hä? Ach, jetzt läuft er weg. Bin der beste Einbrecher der Welt, ey. Richtig unauffällig. Ums Haus rum rennen und rumspringen. Wo sind die jetzt hin? Ah, da. So. Ah, oh, die gehen jetzt dann. Die gehen nachts. Okay. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt muss ich nur noch rein. Jetzt muss ich dann nur noch. Ich gehe schon mal wieder raus. What the fuck? Wieso? Wieso guckt die genau in dem Moment aus dem Fenster? So eine Scheiße. Ich werde hundertprozentig erwischt. Können die jetzt bitte gehen, weil die eine Person ist schon nicht mehr zu Hause.
Steht die immer noch an dem Fenster, glaube ich. Nee. Wieso? Schöne Scheiße. Toll. Kommen wir irgendwie nach oben? Oder so? Wir sollten auf jeden Fall nicht nach vorne. Ist doch scheiße. Jetzt haben die da das Ding zugemacht. Die Rollos. Die kriegen wir nicht auf. Toll. Das? Oh, Kopfhörer. Scheiße. Toll. Ja, das heißt, ich muss vorne durch die Tür rein, durch die Haupttür. Anders geht's nicht. Und dann gucken, dass man sich nicht erwischen lässt. Super. Mensch. Und jetzt läuft der auch noch hier lang. Warum auch nicht? Der läuft da lang. Das ist, ja, das ist super. Schlüssel. Hä? Wie soll ich denn da reinkommen? Aber ich kann das schon knacken, oder? Müssen die jetzt alle da langlaufen? Nee, ich komme da nicht rein. Jetzt verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich nicht hier reinkommen? Was war da? Irgendwas war doch da. Haben die im Garten irgendwo einen Schlüssel versteckt? Unter den Zwergen oder so? Zwischen den Zwergen? Da war jetzt auch wieder irgendwas. Und war eine Blume. Ja, das ist schon mal gut hier, so. Kann ich die Sachen trotzdem aufschlagen? Nee, geht nicht. Ich finde es gut, ich finde es gut. Keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Die haben auch keine Fußmatte oder so, wo man sagen könnte, vielleicht ist da der Schlüssel drunter.
Aber wieso kann ich die Tür nicht öffnen? Wieso kann ich die Tür nicht? Ich hab die Sachen dabei, aber ich kann sie nicht öffnen. Das ist gut. Ist es verbuggt oder muss ich einbrechen, wenn die Leute da sind oder was? Verstehe es nicht. Aber selbst wenn die Leute da sind, dann muss ich ja ein Fenster einschlagen. Wie soll ich ein Fenster einschlagen, ohne dass die das mitbekommen? Was ist da? Ach so, ja, toll. Hä, hey, von was für einem Mieter bitte? Ist doch keiner zu Hause, oder? Ist jemand zu Hause? Jetzt, da war nichts drin. Toll. Ich hatte die Hoffnung, dass vielleicht der Schlüssel in so einem Zwerg drin ist. Ja gut, Leute, dann würde ich aber sagen, war es das mit dieser Folge. Ich versuche es dann in der nächsten Folge einfach weiter, ob ich hier reinkomme. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.